Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und euch habe ich heute ganz viele Smileys mitgebracht. Und in diesen Smileys, da ist natürlich Spielzeug drin. Und dieses Spielzeug finde ich so süß, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ja, wen davon kennt ihr denn so? Kennt ihr den zum Beispiel? Denn das ist nämlich Sven der Elch aus der Eiskönigin, genau, von Disney Frozen. Ja, und das waren den ersten Smiley. Und ihr könnt euch schon denken, dass vielleicht sogar noch mehr hier drin ist. Na klar, wir haben hier eine weitere Figur, das ist nämlich Hans. Oder ist es Christoph? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich denke, das ist Hans. Falls ich da falsch liege, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, aber auch diese Figur ist von der Eiskönigin von Disney Frozen. So, dann haben wir noch jede Menge mehr Smileys, lustige Gesichter, zum Beispiel dieses lachende Gesicht, das weint ja schon vor Lachen. Und was da drin ist, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Ja, ich kann so ein paar Figuren schon sehen. Wir haben hier nämlich einen Minion, ein kleiner Minion. Ziemlich witzig, denn ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von den Minions. Und ich denke, da ist auch noch eine weitere Minion-Figur drinne. Ja, ich glaube, wir haben heute ziemlich viel verschiedenes Spielzeug. In jedem dieser Smileys ist etwas anderes. So hatten wir jetzt schon Spielzeug von Disney Frozen, von der Eiskönigin gehabt und hier Minions. Und was in dem nächsten Smiley ist, das weiß ich nicht. Aber ist auch gar nicht so schlimm, denn das werde ich jetzt mit euch gemeinsam herausfinden. Ja, dieses Smiley guckt so ein bisschen grimmig. Und hier haben wir Pinkie Pie. Ja, Pinkie Pie von My Little Pony. Ihr wisst bestimmt, dass es eins meiner Lieblingsponys ist. Es gibt ja so viele süße Ponys. Das hier ist Pinkie Pie. Und vielleicht ist hier noch ein zweites Pony drin. Ja, da muss man mal gucken. Und, oh, wer ist das denn? Ich dachte im ersten Moment, das wäre Appleblom, aber bin ich mir nicht sicher. Also, wenn ihr wisst, wie dieses Pony heißt, ja, ihr wisst schon Bescheid, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, denn da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ziemlich süß. Ja, weiter geht's. Dieses freche Smiley hier zwinkert uns zu und streckt uns die Zunge raus. Aber auch hier ist wieder ein Reißverschluss oben dran. Und... oh, schon wieder ein Pony, oder? Na klar, das ist Applejack. Kann man gut an den drei Äpfeln auf den Hinterteilen sozusagen erkennen. Das ist Applejack mit goldenem Haar. Ja, auch ziemlich süß. Und weiter geht's. Da ist sicher noch ein weiteres Pony. Ja, na klar, den kennt jeder von euch. Das ist Twilight Sparkle. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ja noch vier weitere Smileys. Zum Beispiel dieses lachende Smiley. Auch hier fließen ja schon die Tränen vor Lachen. Er sieht wirklich gut gelaunt aus. Und eine Figur von Little's Pet Shop. Ja, ihr kennt bestimmt auch alle Little's Pet Shop. Und die Figuren erkennt man immer an den großen Köpfen mit den großen, riesigen Augen. Hier diese grünen Augen, die gefallen mir mega gut. Ich weiß aber gar nicht, wie der Name dieser Figur ist, aber wenn ihr ihn wisst, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und ich glaube, diese Figur hier ist ebenfalls von Little's Pet Shop und der Name müsste Winnie sein, oder? Ist das Winnie? Ihr seid da immer so ein bisschen weiter als ich. Ihr wisst das ganz bestimmt, wie der Name ist. Auf jeden Fall cool an diesen Figuren ist, dass man auch den Kopf hin und her bewegen kann. So, das nächste Smiley, da ist schon ein Herzchen dran. Und es zwinkert uns ebenfalls zu. Also los geht's, wir finden jetzt mal raus, was hier wohl drin ist. Und das ist eine Figur von der Monster AG. Ja, definitiv von der Monster AG, ein lustiges Monster. Ebenfalls gut gelaunt. Und sieht irgendwie auch gar nicht gruselig aus, nein. Und noch eine Figur von Monster AG, das ist Mike. Ja, Mike ist das grüne Monster mit nur einem Auge. Ja, das besteht sozusagen fast nur aus Auge. Und ist irgendwie richtig süß, oder? Eigentlich sollten Monster ja nicht süß sein, die sollten eher gruselig sein, aber in dem Fall, naja. Dann gucken wir mal, wie sieht eigentlich dieses Smiley aus? Irgendwie seltsam.
Mascha! Wir haben ja eine Mascha-Figur. Sogar zwei Mascha-Figuren von Mascha und dem Bär. Und hier hat Mascha ein Eis in der Hand. Ah, lecker Eiscreme. Ja, ihr esst bestimmt auch sehr gerne Eis, oder? Und was ist eigentlich euer Lieblingseiscreme? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und hier haben wir noch Mascha mit einem Zaubererkostüm und einem Zauberstab. Ja, kann bestimmt zaubern. Ja, ich kann auch zaubern. Ich kann nämlich Luft zum Stinken bringen. Egal, das musste ich jetzt mal loswerden. Tut mir leid. Also weiter geht's. Wir haben hier das nächste Smiley, ein cooles Smiley mit einer Sonnenbrille. Und da drin ist natürlich Peppa Pig. Eine Peppa Pig-Figur. Und ich bin mir sicher, da ist noch eine weitere Figur von Peppa Pig drin. Vielleicht nicht Peppa Pig selber, aber ein Freund von Peppa Pig. Ja, sieht aus wie Klausi Kleff. Also Leute, wie fandet ihr denn die Smileys und was war euer Lieblingsspielzeug für heute? War ja doch einiges dabei, oder? Das könnt ihr mir wie immer unten in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt über eure Meinungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann hier das nächste Mal wieder, wenn wir Überraschungseier, Blindbags und anderes Spielzeug auspacken. Also bis dahin Leute, tschüss!